Tore, Tritte, Tralala geht weiter. Am 14.07. ballert die Bayernliga wieder los. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Max Wilschrey vom TBU Fusen wechselt kurzerhand mal die Sportart und macht einen Flachkörper auf dem Volleyballfeld. Autsch, das tat weh. Marco Pfapp, alias der Sensenmann, hat seine eigene Vorstellung von einem taktischen Foul. Da gibt's nur eins, den Gesäßkarton. Der Mann ist eine Gefahr für Feind und Freund. Auch Marcus Coffey von Eintracht Norderstedt weiß, wie man den Gegner über die Klinge springen lässt. Aber Fußball kann auch schön sein. Adrian Istrefi vom Würzburger FV fasst sich ein Herz, aber Marcel Schumacher schaltet den Rückwärtsgang ein und fischt das Leder gerade noch aus dem Giebel. Schönes Ding! Shaban Rugovay hat wohl sein Zielwasser in der Kabine vergessen. Ach du Heimatland, den muss er doch machen! Aber es geht noch besser. Michael Dellinger von Aufstadt aus der Provinz Pogba versemmelt völlig freistehend vor dem Kasten. Mann, oh Mann!